Es war ja wirklich unglaublich, wie erfolgreich DDR-Athleten in den genannten Sportarten Leichtathletik, Schwimmen, Kunstturnen, Handball gewesen sind. Ich denke, sie sind sehr gut gefördert worden. Wenn man die positive Seite sieht, sie sind von klein auf Leistungssport ausgerichtet gewesen. Sie wurden aber gleichzeitig auch natürlich in der Schule sehr gefördert. Sie hatten ja sowas wie Sportschulen, was es inzwischen in Deutschland ja auch gibt. Das war sehr effektiv, war die eine Seite. Das hat den Kindern Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass einer da nun extrem gezwungen worden ist. Sie wurden auch wissenschaftlich herausgewählt. Und wenn ein Mädchen als Turnerin plötzlich zu groß wurde, dann wurde sie eben Schwimmerin oder Leichtathletin. Das wurde auch vermessen alles. Das haben sie weitaus besser gemacht als in der Bundesrepublik. Aber mit deutscher Gründlichkeit natürlich. Die waren ja nicht so anders als wir. Das war ja das Gleiche. Und dann wurden die Sportlerinnen natürlich und die Sportler darauf getrimmt, ihr System zu verteidigen. Ihr seid da, um die Fahne des Sozialismus hochzuhalten. Ob die das alles geglaubt haben, bezweifle ich, aber sie haben es gemacht.